Was ist das hier für ein schmaler Gang? Ach du Heiler, ey. Und das wieder mitten in der Nacht, ja. Hier haben wir aber wieder eine richtige Zeitkapsel gefunden. Hier in der Ecke steht noch das Klavier. Guckt euch mal hier die Figuren an. Da sind sogar noch Bilder hier. Alte Heiligenfiguren. Die ganzen Wände hier sind komplett voller Zeichnungen. Hier liegen Zeitungen von 1921. Wer weiß, welcher bekannte Maler hier gemalt hat. Ja, moin Freunde, willkommen wieder mal auf meinem Kanal. Ja, ich stehe hier gerade schon in einem richtig imposanten Raum im Haus der Malereien. Die Chantal ist mit dabei im Hintergrund. Da ist er. Wo ist er? Da. Hinter mir. Da ist er. Und war schon mal hier. Das Ganze hat sich schon ein bisschen verändert. Aber ich sage so viel. Ich guck mal hier im Hintergrund. Hier sind noch so viele Malereien von vielleicht irgendeinem bekannten Maler. Und was das jetzt hier gibt, Freunde, ist wirklich sehr, sehr imposant. Seht ihr, wenn wir jetzt im Video nicht lang schnacken. Auf los geht's los. Was ist das hier für ein schmaler Gang? Ach du Heiler, ey. Und das wieder mitten in der Nacht hier. Müssen wir mal gucken, Freunde, ob wir hier den Weg finden. Alte verlassene Villa mit Malereien dann. Wo lang? Hier? Ja, seht ihr, hier ist ein Licht an der Ecke nach Bischof. Und wenn wir drin sind, dann sind wir, glaube ich, erstmal besser dran. Warum ist hier Bewegungsmelder? War das damals schon? Damals war der Hack. Na super. Ja, Freunde, jetzt sind wir drin. Direkt am Anfang fällt mir immer dieser lustige uralte Boiler auf hier. Kodesik. Hab noch nie gesehen. Hier, guck mal hier. 1, 2, 3 Stufen. Kleine Badewanne. Wo wir jetzt hier reingekommen sind, so eine freistehende mit den Füßen. Das ist ja cool. Hier ist da so ein Waschbecken. Das ist da auch wieder wie, ne? Das ist da ein Boden mehr. Kannst du hier noch selber hier. Das habe ich auch nie. Trotzdem noch ein Wasserhahn. Ja, ein Wasserhahn, aber dann so ein Boden da. Das ist ja krass. Hier steht sogar noch hier der alte Ofen hier. Guck mal hier mit diesen alten Töpfen hier. Alles steht hier noch rum hier. Alte Gasflaschen. Was ist das da für eine Tür? Da gucken wir gleich mal nach. Da ist da nichts drin? Ja, Chantal sagt, da ist nichts drin. In der Tür, die war schon mal hier. Ja, hier ist auch noch so ein Vorratsschrank. Gehen wir weiter. Stuhl hat nur drei Beine. Aber das ist natürlich immer so eine Sache, ne Freunde? Wieder so ein uraltes Schätzchen hier, guck mal vorne. Geht auch nicht mehr auf und nicht mehr zu, schon komplett festgerostet. Dann wieder so ein Röhrenfernseher, so ein alter. Chantal kennt sich aus, Chantal läuft vor. Da ist schon echt Spook in einer alten Art Villa hier. Mitte in Belgien. Da sind aber jetzt viele Flaschen dazu gekommen. Boah, haben die nie gefeiert. Alter Schwede. Obdachlose. Ja, könnte schon sein, ne? Ist ja auch lustig hier. Und sich hier eine über den Durst getrunken. Sah das denn so ähnlich noch aus oder ist das alles hier so verwühlt jetzt schon im Gegensatz zu den. Diese ganzen Kerzenflaschen standen vorhin. Ja, nicht? Nee. Ich find's trotzdem krass, Freunde. Schaut euch mal die alten Möbel an, ne? Das ist immer so schön anzusehen, so in Belgien, ne? Und ein bisschen Garn drin. Hier der alte Fernseher, Philips, mit den Knöpfchen hier. Dann hier noch der alte Tisch hier, wo sogar noch hier so eine Schwarz-Weiß-Aufnahmen hier drauf sind. Das ist immer voll cool anzusehen und dann hier so ein altes Heiligenbild hier noch. Steht noch rum, die alten Tapeten hier mit dem Blumenmuster. Und hier nun von der anderen Seite hier der Tisch, ne? Das ist schon... Ist schon immer eine Hausnummer in Belgien, ne? Hier noch mit der alten Waage, mit der, ich glaube, da ist eine Waage, ne, klar. Mit der Kerze. Dann hier auch nochmal, guck mal hier. Das war wahrscheinlich mal hier so der Aufenthaltsraum hier mit dem Kamin hier. Und hier sogar noch, ich weiß nicht, was da drin war, so eine alte Schatulle. Die kleinen Fläschchen hier. Kanada, Oterra. Oder Ottera, wie man das ausgesprochen wird, dann dieser alte Spiegel. Ja, die Deckenhöhe. Dann hier der alte Fernseher, guck mal hier. Barco Flat SQ Line 70. Das ist ja mal ein altes, uraltes Schätzchen, aber riesengroß.
Genau, so ein altes Bildchen an der Wand. Guck mal hier, die Schuhe sind ja auch schon aus einer ganz anderen Zeit, ne? Und die Deckenhöhe, die ist ja auch gigantisch, ne? Das ist hier so eine, hohe Deckenhöhe, ne? Dann mit dem Leuchter. Da oben hast du noch ein Stück. Der natürliche Fall da oben aber schon, da kommt schon die Decke runter. Und auch hier schon blättert alles hier ab. Dann hier hast du noch so ein altes Steuerrad, würde ich jetzt mal sagen. Sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber ich würde sagen, ein alter Stuhl hier in der Ecke. Das hat schon Richtung Abend hier eine ganz, ganz eigene Stimmung. Hier muss man ein bisschen aufpassen, weil hier Richtung Straße ist. Boah, das sieht ja mega hier aus, ne? Boah, Freunde. Durch mal hier oben, Freunde, hier die alten Figuren. Wow, aber die haben leider schon die Köpfe kaputt. Dann hier dieses Klavier. Hier ist das, die Chantal, die hilft mir eben hier ein bisschen, damit ich ein bisschen euch zeigen kann. Das ist nämlich gleich zur Straße, hier die ganzen heiligen Sachen hier. Die alten. Das alte Klavier, das funktioniert auch noch. Und wie schön die Leute hier einfach mal früher gesessen haben und hier gespeist haben. Die alte Lampe und guckt euch mal hier den Stuck an der Decke an. Sieht das nicht gigantisch aus? Dann hier diese Flügeltüren hier. Und hier da dieser uralte Ofen. An diesem wunderschönen Kaminvorsprung hier. Hier noch so ein altes Bild. Das ist krass. Da hinten hast du noch so eine Figur hier. Und dann da oben wieder so ein uraltes Bildchen. Hier in dem Schrank, der schon ein bisschen quietscht vor lauter Feuchtigkeit. Da ist auch noch ein bisschen Krimskrams drin. Und dann hier in der Ecke steht noch eine richtig schöne alte Nähmaschine. Sind zwar heute nichts mehr wert, aber trotzdem richtig, richtig schön. Eine alte Zeitung hier auf dem Stuhl von 1961. Hommage Herriot im Musée de Gand. Und das ist auch richtig schön. Ich weiß nicht, wie das sich genau nennt hier. Ich kenne mich zwar nicht ganz gut aus, aber ja, das ist wahrscheinlich auch so eine Art, boah, wie wackelig das schon ist, so eine Art Vitrine. Und hier sind sogar noch alte Erinnerungsfotos hier in den Glasscherben drin von älteren Leuten hier in der Gesellschaft, wo sie zusammengesessen haben. Ich sage auf jeden Fall so viel, Freunde, im Dunkeln in so einer alten Villa, das hat schon wieder was richtig Besonderes. Hier ist auch nochmal ein Raum, wo irgendwie viele, viele Sachen irgendwie untergestellt sind. Hier ist so ein langer, langer Flur, wo auch noch irgendwie allerlei Briefe liegen. Ich weiß nicht, von wann die sind. Kann man jetzt leider nicht erkennen. Was sind denn da für Sachen? Kann man da irgendwie sehen, von wann das hier ist? Hier sind noch allerlei Sachen, die hier auf dem, 2002. Auf dem Tisch liegen. Hier 2002, 2004. Genau. 2004. 2002. Tja, vielleicht ist das Ganze wirklich schon seit 20 Jahren ungefähr verlassen. Ne? Vielleicht die Umschläge hier. Der ganze Tisch ist hier voll. 2000. Nee. Ich habe gerade gedacht 2015, aber habe ich falsch gelesen. Aus England ist der Brief hier. Krass, 2003. South Jaranaki. Irgendwas mit Far Road. Irgendwo aus England. Hier saß sie mit dem Spiegel. Ja, das ist der Spiegel, genau. Der Spiegel, der nicht mehr da ist, ich schon Chantal gerade gezeigt, hier in dem Nebenraum. Da, wo wir gerade herkamen, genau da vorne. Sieht man jetzt schlecht. Da hängt nur noch ein. Ne, das ist ein ganz anderer Spiegel, der steht, ne? Ganz anderer Spiegel, der da steht. Vorher stand nämlich da so ein riesengroßer goldener Spiegel, der ist gar nicht mehr da. Hier ist auch nochmal so ein uralter Ofen. Hier ist aber schon irgendwie feucht. Ja, warum wohl? Da oben sieht man es. Ganze Decke, aber das ist natürlich ein Verfall durch die Jahre, weil hier halt einfach mal keiner mehr drin ist. Guck mal hier, so eine uralte chinesische Vase. Da draußen aus den Fenstern. So, da draußen in den Fenstern wechselt schon rein. Der Ehe voll wieder. Ja, der Ofen, der ist wirklich faszinierend, ne, Freunde. Krass, und hier schon überall Möbel rum. Hier die ganzen alten Tische und ja, Schubladen. Hier ist, guck mal, hier so eine alte Pfeife liegt hier noch rum. Was ist das denn? So ein Tiermotiv. Hier so eine alte Schale. Bin gespannt, wo wir jetzt hier noch hinkommen. Heidewitzka. Wie gruselig das hier irgendwie aussieht, ey. Hier der alte Treppengeländer hier. Der Verfall ist auf jeden Fall schon gut da.
Chantal ist jetzt mal gespannt, ob das jetzt hier oben noch aussieht wie beim letzten Mal, wo sie hier war. Ja. Hier stehen auf jeden Fall schon mal Bilder noch im Flur. Ach du Heiland. Hier liegen noch Zeitungen und Zeichnungen auf dem Boden, weil deswegen sind wir nämlich auch hier aus den Malereien. Guckt euch das mal an, ihr Freunde. Und hier sagt die Chantal, die ganzen Wände hier, die waren komplett voll. Ich habe auch mal ein Bild von ihr gesehen. Und hier liegt. Ja, ja. Ja, ist schade, dass die Leute immer irgendeine Scheiße drin machen, ne? Aber schaut euch das mal an, bitte schön. Wie schön ist das denn einfach mal hier überall so Zeichnen? Wer weiß, von welchem Maler diese Zeichnungen noch alle sind. Von irgendeinem Bekannten vielleicht. Ich weiß nicht, ob die signiert sind. Ich sehe jetzt auf den ersten Blick keine Signatur. Aber auf jeden Fall, da steht sogar noch 18 von 20. Richtig schön, ey, guckt euch mal an, der konnte wirklich was. Wenn euch das mal hier anschaut, das sind keine schlechten Zeichnungen. Definitiv nicht. Und irgendwie einfach mal an der Leine gespannt. Hier rum. Dann hast du hier wieder so einen uralten Ofen mit so Emaille noch, der ist schon komplett irgendwie zusammengebrochen. Und dann noch so ein altes Kreuz. Und hier an der Wand, das ist ja auch ein richtig, richtig cooles Teil, ey. Eine Zeichnung hier von so einem religiösen, weil es halt ein Papst, ja, ne? Bischof. Kenne mich da jetzt nicht so mit aus. Hier unten auch nochmal das Kreuz. Ich weiß nicht, wer hier gewohnt hat, aber das ist schon wirklich mega. Auch hier wie so ein Altar hier gebaut. Von mir hier das alte Bildchen hier mit dem Jungen, mit dem Kreuz. Und dann hast du hier noch das große Kreuz hier vorstehen. Also wirklich mega. Hier in dem Koffer die Zeichnung. Die Zeitungen sind von 1922, die Zeitungen. 1920. Boah. Das ist mega. Wer hier schon drin gewohnt hat und gelebt hat, hier auch mit den alten Stühlen, wer hier schon drauf gesessen hat. Und hier ist auch noch so eine Zeichnung an der Wand. Das ist schon wirklich mega. Und wie gesagt, Freunde, schon sagt gerade hier, wenn die ganzen Wände waren voller Zeichnungen. Ich habe dann wirklich ein Foto gesehen, das war mega. Ich meine, ich bin trotzdem sehr, sehr zufrieden, dass ich hier heute trotzdem drin bin. Aber wirklich krass. So Zeitkapseln, die man hier einfach immer wieder findet. Ne? Hier auf dem Boden liegen auch noch Zeichnungen, die habe ich gerade gar nicht gesehen. Und hier, wenn ihr euch mal anguckt, hier an der Tür vorbei. Seitlich hinter der Tür, besser gesagt. Auch nochmal so eine Riesenzeichnung. Ja, wir gehen jetzt mal in den nächsten Raum. Guckt euch mal der alte Ofen an. Boah, hier ist Gott sei Dank abgehangen. Alter Falter. Hey, Chantal sagt gerade, sind doch echt gute Zeichnungen hier und da kann ich denen nur wieder, da kann ich nur so wiedergeben. Auch hier. Die Zeichnung hier, so Schädel und Knochen. Ich meine, die sind jetzt nicht ganz so gut, aber wenn ihr euch hier mal in die Ecke umschaut, guckt euch mal an hier, das sind schon echt richtig gute Zeichnungen. Und ich würde wirklich sehr, sehr gerne wissen, wer hier drin gewohnt hat. Hm? Wo? Na, da unten. Kongi oder sowas. 1945. Ja, wer auch immer das ist, guck mal hier, Freunde, das geht einfach nur so weiter. Hier hat doch irgendein Maler oder so drin gewohnt. Das hier ist, weiß nicht, 1,80 Meter oder 1,60 Meter groß, so eine Frauenzeichnung. Und hier alles komplett voller Bücher. Hier wieder so eine Zeichnung. Die sind echt also mit Qualität gemalt worden. Auch hier, der Sixpack ist da angedeutet von dem Mann da. Und die hängen hier einfach alle rum, also. Die Frage ist natürlich, hangen die hier schon immer so oder hat hier irgendeiner hingehangen, ne? Ich weiß es nicht. Sieht auch richtig cool aus hier mit dem Gesicht. Da hängen so Schwarz-Weiß-Dinger zwischendurch. Hier ist auch ein Gemälde. Da ist immer so ein Gemälde hier. Ich bin so zusammengelegt. Das kannst du mal anhalten. Das kann man immer drauf erkennen. Mehr will. Wo? Da, ne? Ja, das ist aber auch der Flasche, ne? Auf Leinwand gemalt, zusammengerollt quasi. Ja, Freunde, schreibt fleißig in die Kommentare. Also das ist schon wieder so eine Location, die habe ich auch noch nie gesehen. So viele gemalte Bilder. Wer weiß, vielleicht ist das wirklich hier Malereien von so einem richtig bekannten Maler und wir sind hier gerade in so einem Stück Geschichte drin und wissen das noch nicht mal. Wirklich krass. Boah, was ist das denn? Da kann man gar nicht lesen. Aber Deutsch. Deutsch? Ganz deutlich ist das geringfügig
Von 1965 England steht oben. Der Gipfel des Deutsch. Ja. 65. Sagen Sie mir bitte Punkt, Punkt, Punkt. Geben Sie mir Punkt, Punkt, Punkt. Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Punkt, Punkt, Punkt. So Floskeln. Können Sie mir den Gefallen tun zu Punkt, Punkt, Punkt? Ja. Komisch, komisch, komisch. Die für komische Sachen rumliegen, Freunde. Der ganze Boden ist einfach so. Ich meine, die haben mich schon gut gehütet. Sind das alles so geschriebene Bücher oder was sind das hier? Ja, Tagebücher oder was? Also auch das da, so rot. Ne, das ist leer, ne? Ne, da hinten ist wieder was reingeschrieben, ne? La Courte. Schon wieder eine andere. Ich glaube Französisch. Französisch. Ich wollte gerade sagen, diesmal ist es kein Deutsch, ne? Jetzt kommen lesen eh, aber. Ja, das ist alles so eine uralte Schrift, ne? Hier liegen hier Sachen rum, wirklich aus den 20er Jahren. Und das ist schon richtig krass, ey. Leer, oder? Was ist denn hier, ey? Boah, der Boden, der sieht doch eh nicht mehr so gut aus, ne? Das ist ein alter Ofen. Hier haben sie irgendwie gefackelt oder was. Keine Ahnung, was hier los ist. So eine Zeitung hier. Von der Küche oder was? Was ist das denn hier? Für ein Teil. Kann mir doch mal in die Kommentare schreiben, hier ist so eine lange Leine dran. Hier so eine Kordel. Ich habe keine Ahnung, ich will hier nichts irgendwie gleich hier betätigen oder was und dann geht hier, weiß ich nicht, was an. Hier in der Ecke auch noch so ein altes Bildchen. Ja, ich bin echt beeindruckt, Freunde, schreibt fleißig in die Kommentare. Auch wenn die ganze Sache hier schon ziemlich auch durch ist, relativ, aber das ist schon krass. Ja, weißt du, was es da so gibt? Also eine Etage hat hier Chantal noch nicht gesehen. Geländern, die sind auch so faszinierend. Guck hier, die Spinnen, die mir schon wachsen komplett. Das ist schon ein bisschen gruselig, ne, Freunde? Alte Schwede. Der geht aber noch. Jetzt holen wir so ein altes Bildchen hier noch. Dat der er segne bewahre, keine Ahnung, für unser Heiliges. Hier geht's aber ab. Was ist da? Ganz viele Zeichnungen auf dem Boden. Hey, der Witzke, Herr Kapitän. Der ganze Boden hier ist voll mit Blättern. Ich weiß nicht, Zeichnungen. Oder? Was ist das denn? Das sind doch, hä? Getrocknete Pflanzen, genau. Keine Zeichnung. Was ist das denn? Da steht zwar unten irgendwas, aber ich weiß nicht. Vielleicht kann mir das jemand übersetzen. Das ist Französisch, glaube ich. Und so sieht man natürlich nicht, ob der Boden noch gut ist. Deswegen gehe ich auch ganz schön vorsichtig hier lang. Na, hier gehe ich jetzt nicht weiter. Nee, ohne irgendwelche Schächtelchen, aber guckt euch mal den Boden an. Nee, das lassen wir, Freunde. Aber hier, guck mal hier, der alte Ofen hier wieder. Cool, ey. Richtig schöne alte Öfchen hier, die hier noch rumstehen. Definitiv. Die alten Türen, die sind so cool. Boah, was ist denn hier los, ey? La Avenir Agriole. Eine Franc 60. So, genau. Von 1921. Recule de Fablio. Boah, ich spreche alles scheiße aus. Ich weiß das jetzt schon. Ich kann kein Französisch, aber warum haben die hier so viel Sachen gelagert? Und hier auch alles, guck mal, diese ganzen Minischriften, ne? Da kannst du doch nichts lesen. 50 Francs, das kann ich erkennen. Irgendwas mit 100 Kilo. Haben die über mich geschrieben hier. 100 Kilo. Ich weiß es nicht, was hier steht. Vielleicht kann hier einer Französisch und kann mir genau diese Seite mal einfach mal übersetzen. Ich weiß es nicht. Ja. Astakart, Gravinstein,
Ich habe keine Ahnung, was da steht. Aber diese ganze Kiste hier, obwohl es mit Chantal gerade rumwühlt da. 1920? Ja, das ist alles aus den 20er Jahren, ne? Ah, das lebt ja noch. Das ist alles so 20er Jahre, 21. Ja. Überlegt euch mal, Freunde, die Titanic ist 1912, glaube ich, gesunken. Die Zeitung ist gerade mal 9 Jahre älter. Und die ganzen Kisten sind hier komplett vollgerammelt. Wer hat hier drin gewohnt? Welche Menschen haben hier Zeit verbracht? Welche Menschen haben hier alles auf den Dachboden gebracht und die ganzen Zeitungen hingeschmissen? Ja, guck mal, da lohnt sich dazu auch noch für die Chantal, dass sie nochmal hingefahren ist, weil, ja, sie war hier oben noch nicht. Was aber auch normal ist, sie war alleine hier und wenn ihr einkrachst, dann bist du natürlich die am Arsch, ne? Aber jetzt, bevor wir runtergehen, guckt euch mal, wie gesagt, ich liebe diese kleinen Knöpfchen hier, ne? Guckt euch das mal an hier. Ja, im nächsten Raum, beziehungsweise letzten Raum hier oben, wenn du hier genau hingucken würdest, hier sind so viele Briefe und alles, was hier noch auf dem Boden ist. Auch hier in der Kiste, ich kann mich jetzt noch nicht so bücken, weil ich, Idiot, im Moment eine Zahnentzündung habe. Ich darf mich nicht so bücken. Aber hier sind so viele Erinnerungen, die einfach mal auch hier diese alten Schächtelchen hier. Da waren mal Kärtchen drin und die Lügen. Da überall, guck mal hier vorne, schwarz-weiß. Alles hier Schwarz-Weiß-Bilder. Ist das nicht so von hier vielleicht? Nee. Ich habe gerade gedacht, das Klavier vielleicht. Ja, habe ich auch gedacht. Das ist klein, das passt nicht. Aber alles so, diese ganzen Erinnerungen hier. Aber guck mal, das Regal, das ist mir jetzt halt auch gefallen. Ja, ja. Wie schief ist das denn schon? Guckt euch das mal an hier. Das braucht nicht mehr lange und dann ist es zusammengesackt. Und hier auch nochmal. Ist das eine optische Täuschung? Wie klein ist der denn? Der saß. Die saß noch im Schuh, oder vielleicht? Ja, kann sein, dass der saß, ne? Ja. Die rechte sieht wirklich aus. Ja, die guckt so grimmig. Wenn man überlegt, dass die hier gerade vielleicht rumspuken, wo wir hier rumlaufen. Und guckt, das habe ich jetzt auch jetzt beim zweiten Blick gesehen. Freunde, guckt euch mal hier die Bücher an. Nicht nur, dass das Regal fast zusammenfällt, aber hier die ganzen Bücher sind komplett schimmelig. Das Fenster ist schon kein Fenster mehr hier. Und was ist das für eine alte Zeitung? 51. Aus den 50er Jahren eine Zeitung. Und was sind das hier? Karriere Schriftbuch. Das sind doch bestimmt hier Schulbücher oder sowas. 200 Bladen, 200 Blätter, könnten noch Schulhefte sein hier. Ja, sicher sind das Schulhefte. Da sind hier alte Dings hier. Ich habe gerade gesehen, Mathe war hier irgendwo. Irgendwo war da 977 Kilo, A22,5. Die Freunde sind auch noch alte Bilder. Krass ist das denn, ey. Guck mal, wie schön. Die durften die schon so ein bisschen lächeln. Ja, aber das ist doch bestimmt auch schon aus den 20er Jahren. Das ist bestimmt alles hier so alt wie die ganzen Medikamentenflaschen. Ja. Schon total gerade irgendwie Schritte gehört. Ich habe aber auch irgendwas gehört. Wir gehen jetzt einfach noch wieder runter. Ich glaube, wir haben soweit eh alles gesehen. Ja, Freunde, wir sehen uns draußen gleich wieder. Ja, Freunde, das war's jetzt hier an dieser Stelle mit der Location. Das war schon richtig, richtig heiß. Im Dunkeln ist gut munkeln, aber so ein Haus im Dunkeln ist schon eine andere Nummer. Deswegen fleißig kommentieren, Freunde. Wir sind ein bisschen außer Atem, weil man echt schon Puls hat, wenn man da so drin ist. Und dann im Dunkeln hat so eine Villa eh noch einen ganz anderen Flair. Und deswegen fleißig kommentieren, wie ihr das Haus fandet. Die Malereien waren echt krass, ne? Also, dass man sowas noch findet, da das dann sowas auch noch gibt. In Deutschland wäre das schon alles wieder komplett kaputt oder abgebrannt. Deswegen fleißig kommentieren, Glöckchen drücken und abonnieren. Viele Kommentare würde ich mich darüber freuen, über Austausch mit euch und bis zum nächsten spannenden Video, Freunde. Ich finde das einfach immer nur geil. Man rätselt immer, wer hat da gewohnt. Und ja, manchmal, ich glaube ja an Geister, glaube ich auch. Wir haben ja vorhin noch was oben, also von oben gehört, dass unten irgendwas war und da war aber niemand. Ich glaube da schon dran, dass die Seelen der Verstorbenen auch noch manchmal sind. Und die haben dann halt gesehen, dass wir auch mit Respekt da umgehen mit den Sachen. Und ja, Freunde, bis zum nächsten spannenden Abenteuer auf meinem Kanal.
Lost Place, Camper und was auch immer. Nicht lang schnacken, bis dahin, Freunde. Ciao, ciao.